und Herren. Es gab schon angenehmere Momente für die Linke. Die Ergebnisse in Schleswig-Holstein sind insofern klar, dass wir in diesem Landtag nicht mehr vertreten sein werden. Wir haben mit 2,5% nach der jetzigen Prognose unser Ziel, in den Landtag einzuziehen, eindeutig verfehlt. Ich möchte trotz alledem unseren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern recht herzlich danken, insbesondere denen, die auch von anderen Landesverbänden dort wirksam Hilfe geleistet haben und dort unsere Genossinnen und Genossen unterstützt haben. Und ich glaube, dass die durchaus mit ihrer Hilfe auch den ein oder anderen erreichen konnten, selbst wenn er uns momentan in der jetzigen Situation nicht gewählt hat. Um es gleich zu sagen, das Ergebnis ist natürlich enttäuschend. Aber in Nordrhein-Westfalen haben wir eine andere Situation. Dort sind wir bei den gegenwärtigen Umfragen bei weitem besser. Wir sind in diesem Landesverband auch intern sehr gut aufgestellt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir nach wie vor eine Chance haben, in den nordrhein-westfälischen Landtag einzuziehen. Und wir werden jetzt als Partei, als Bundespartei, aber natürlich auch mit unseren Landesverbänden alles tun müssen, um dort in der letzten Woche die Unterstützung zu leisten, die dazu beitragen kann, dass wir dort über die 5%-Hürde kommen. Das ist jetzt der Job, liebe Genossinnen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir bei der letzten Wahl 2009 eine besondere Situation in Schleswig-Holstein hatten. Dort fand die Landtagswahl parallel statt zur Bundestagswahl. Und unsere Klientel geht klassischerweise eher zur Bundestagswahl als zur Landtagswahl, das wissen wir. Und deshalb war das Ergebnis natürlich dort auch, ich sage mal, gut für uns. Dieser positive Aspekt war dieses Mal nicht dabei, der hat uns sicher eben geschadet. Aber ich möchte auch durchaus selbstkritisch einige Ursachen mit ansprechen, die dazu beigetragen haben, dass wir unser Wahlziel nicht erreicht haben. Das erste ist, wir haben uns in den letzten Monaten, eigentlich in den letzten 2 Jahren, viel zu sehr mit uns selber beschäftigt und nicht mit dem, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich an einer Linken erwartet, von einer Linken erwartet und was die von uns wollen. Und wenn wir dann an die Situation haben, dass wir in der Mannschaftsaufstellung eben oft Leute haben, die eher aufs eigene Tor, also aufs Gegnerische schießen, dann ist eine Partei nicht immer erfolgreich. Aber ich sage auch, damit das nicht in den falschen Hals gerät. Die Grünen sind seit 1990 7-mal aus Landtagen geflogen. Die FDP seit 1990 19-mal. Und das, was wir jetzt erlebt haben in Schleswig-Holstein, ist alles andere als das Ende der Linken. Das möchte ich mit aller Klarheit sagen. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, dass Nordrhein-Westfalen natürlich auch besser aufgestellt war als der Landesverband in Schleswig-Holstein. Auch das müssen wir selbstkritisch anmerken. Wir wissen, dass wir dort auf schwierigem Terrain waren. Auch in den letzten Jahren. Auch die Chancen für unsere Genossinnen und Genossen in Schleswig-Holstein waren schwieriger. Sie hatten ja kaum Gelegenheit, erfolgreiche Politik zu machen. Dazu war die Zeit auch ein wenig zu kurz. Aber auf alle Fälle ist anzumerken, dass wir deshalb trotz dieser Frage nach wie vor mit guten Chancen in den Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gehen. Der zweite Punkt, der anzumerken ist, der bei den Ursachen anzusprechen ist, die Frage der Piraten. Die Piraten haben wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis erreicht, aus der jetzigen Sicht 8%. Und die Frage stellt sich natürlich, warum? Ich habe den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande mit dem, wie gegenwärtig Politik gemacht wird, prinzipiell nicht mehr einverstanden sind. Sie stellen fest, dass in den Mehrheiten gegen ihre Interessen entschieden wird. Ich mache mal einige Beispiele. Wir haben eine Mehrheit in dem Land für den Mindestlohn, im Deutschen Bundestag kommt keine Mehrheit für den Mindestlohn zustande. Wir haben eine Mehrheit bei den Bürgerinnen und Bürgern für eine Rente ab 65. Im Deutschen Bundestag bleibt es bei der Rente mit 67, wir sind übrigens die Einzigen, die für die Rente ab 65 dort plädieren. Wir haben eine 2- oder 3-Klassen-Medizin. Wir sind die, die sich massiv dafür einsetzen, dass dies geändert wird. Aber
die Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, es ändert sich eben nicht. Und wir als Linke haben es nicht geschafft, deutlich zu machen, dass wir eben nicht die sind, die gegenwärtig gegen die Bürgerinnen und Bürger Politik machen, sondern dass wir eigentlich die sind, die das anders machen wollen. Warum sind wir nicht durchgedrungen mit unseren Positionen? Weil natürlich jeder Punkt, der in der Öffentlichkeit letztendlich ein Punkt ist, wo sich die Linke mit anderen Fragen beschäftigt, als mit diesen Fragen ein Punkt gegen die Linke ist. Und deshalb konnten wir uns mit unseren richtigen Positionen nicht mehr durchsetzen. Und deshalb bleibt meine Botschaft ganz klar, auch für die Wahlen bis Nordrhein-Westfalen, Inhalte in den Vordergrund stellen. Und die haben wir. Wir haben dort eine erfolgreiche Politik gemacht. Ich erinnere daran, dass in Nordrhein-Westfalen ohne uns die Studiengebühren nicht hätten abgeschafft werden können. Ein ganz klarer Punkt, der nur mit uns möglich war. Und der aber zeigt, wenn wir tatsächlich mit unseren Inhalten in den Vordergrund gehen, dann haben wir auch eine Chance, dass wir uns durchsetzen. Der Hype der Piraten ist dem geschuldet, dass die Bürgerinnen und Bürger berechtigt sich fragen, wie wird eigentlich in diesem Land gemacht. Aber dass sie eben nicht uns wählen, sondern dass sie dann an eine Partei gehen, die noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung sie eigentlich selber will, ist nicht nur die Schwäche der Piraten, das ist unsere eigene Schwäche. Wir müssen mit den Inhalten nach vorne, nicht mit den Selbstbeschäftigung. Das ist der zentrale Punkt als Ergebnis dieser Wahl. Und der dritte, das ist natürlich die SPD. Die SPD hat wieder an Stimmen gewonnen. Und die Frage ist natürlich, woher kommt es? Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, als wäre die Sozialdemokratie schon wieder sozialdemokratisch. Wir wissen aus unserer Erfahrung im Deutschen Bundestag und auch aus dem Landesparlament, dass dem nicht so ist. Aber auch hier gilt, wir konnten mit dem, dass wir das nachweisen, die Öffentlichkeit, unsere Wählerinnen und Wähler nicht mehr erreichen, weil wir andere Themen in den Vordergrund gestellt haben. Und deshalb ist die klare Frage für die Linke, nur mit Inhalten, nur mit klarer Botschaft, was wir wollen, für was wir stehen, kommen wir als Linke weiter und werden wir auch wieder bessere Zeiten erleben. Ich bin überzeugt, dass die kommen, weil nach wie vor eins feststeht. Die Linke wird mit ihren Inhalten gebraucht und nach wie vor stehen wir mit unseren Inhalten für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Bei der Frage gerechter Löhne, bei der Frage Leiharbeit verbieten, bei der Frage befristet Beschäftigte, bei der Frage von Rente, und zwar Rente ab 65, bei der Frage Mindestrente, um Altersarmut zu verhindern, bei all diesen Fragen sind wir eigentlich tatsächlich mit den Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger identisch. Wir müssen das nur in den Vordergrund stellen und nicht uns selber, dann haben wir nach wie vor eine Chance. Insofern ist der heutige Tag alles andere als erfolgreich für uns. Das Ergebnis ist enttäuschend, aber das Ergebnis ist mit Sicherheit nicht das aus der Linken. Das Ergebnis wird uns anstacheln, die Fehler, die wir gemacht haben, nicht mehr zu machen, mit den Inhalten nach vorn zu gehen und jetzt eine Woche Wahlkampf ganz gezielt in NRW zu machen und dann gucken wir mal, was wir da hinkriegen. Ich danke euch fürs Zuhören.